Hey ho, Leute, und willkommen zurück in der blutenden, verdreckten Einöde namens Kalthafen. Ja, wir sind hier mit unseren zwei Weggefährten, dem lieben Abnutan, der letzte Folge zu uns gestoßen ist, den wir aus seinem wunderschönen Tümpchen befreit haben, unsere, wie ich sie gerne nenne, liebe Rapunzel. Und natürlich die wunderschöne reitende Lyris die Tannkind. Warum habe ich gerade die vorgestellt, als würde ich gerade mit anderen Spielern zusammenspielen und ich würde die anmoderieren? Catwell, ciao. Ach, Catwell, du bist auch geil. Egal. Oh, nein, das war jetzt nicht jede Folge. Ich stelle jetzt nicht jede Folge vor, mit wem ich unterwegs bin. So, da ist der ominöse Müllschacht. Das ist kein Müllschacht. Das ist ein Leichenschlund. Ich wollte gerade sagen, vielleicht werden die alle von da oben runtergeworfen, aber da ist nicht viel zum Runterwerfen. Werden die wirklich reingetragen und hier reingepresst? Aber egal, wir gehen einfach mal da rein. Und wir fallen! Wie eklig ist das denn? Alter, dieser Blick gerade. Widerlich! Was? Das ist geil gemacht. Von oben denkt man wirklich, wo fällt man hier rein in die richtige Leichengrube? Alter, das verwestet. Sind die materisch? Nein, ich kann die nicht angreifen. Schade. Ich dachte, ich könnte die jetzt rumswipschen. Aber die sind leider nicht physisch. Schade eigentlich. Die sehen nämlich wirklich widerlich aus, Leute. Nein, das sind Dinge, die ich grafisch sehr geil finde. Aber das war's dann noch. Wir haben ja schon da angefangen, ne? Ja, hey, da vorne. Ich habe noch ein Portal geöffnet. Beeilt euch. Gibt's hier noch einen Bosskampf? Prophet, hi! Durch das Portal, schnell! Ach, kein Stress, wir haben Zeit! Kommt jetzt hier noch ein Bossgegner, wenn wir warten? Guck mal auf die Karte. Rein aus Interesse, wir sind hier reingefallen in diesen See. Wenn wir da entlang gehen, was passiert? Nennt mich Nara, aber ich teste das jetzt einfach mal. Das interessiert mich einfach. Was passiert, wenn wir da lang gehen? Können wir da denn lang, oder ist das... Es könnte natürlich auch sein, dass das... Ach, wir müssen da hoch. Da geht's aber leider nicht hoch, mein lieber Freund. Jetzt gehen wir hier hoch. Nee, da geht's nicht weiter. Das ist der Turm, wo wir waren. Wir sind hier runtergefallen. Sonst müssen wir uns nämlich umdrehen und da streckt hoch. Das geht aber nicht. Das ist da oben. Da kommen wir nicht hoch. Das ist ein elendiger Höhenunterschied. Hier sieht man auch die Klippe. Da geht's nicht weiter. Das wäre da ungefähr, aber da geht's nicht weiter. Das ist der Weg oben. Schade. Ich dachte, jetzt hätten wir ein Easter Egg oder einen Endgegner, den wir sonst verpasst hätten. Schade, schade. Schokolade. Aber sollte nicht sein. Es sollte nicht sein. Wir gehen natürlich zurück in die Zuflucht. In unsere Homebase, in unser Headquarter quasi. Einschüchterung der Präsenz und überzeugende Wille während einer Konversation nutzt. Ja, das will ich auch nutzen. Nur ich darf ja noch nicht. Mann. Egal, komm. Wir müssen auch nicht alles gesehen haben. Ich konnte es ja auch selbst spielen. Ah ja, das war wieder so eine Sache. Spielt den Shit selber. Denn... Kleiner Disclaimer. Hallo, Bär. Wir haben hier bei Soziales, geh einfach mal rein. Wir haben hier eine Gilde. Silence of the Moon. Wir haben schon ein paar Mitglieder, wo keiner online ist gerade, weil wir... Warte, ich gucke auf die Uhr. Wir haben erst 0:39. Eigentlich könnte noch jemand online sein, man, die ganzen Dullis. Es sind schon ein paar richtig aktive Leute dabei. Ein paar richtig aktive Stirl. Was sehr, sehr, sehr geil ist. Leute, wir brauchen mehr Leute, die hier in der Gilde sind. Wir sind noch eine relativ kleine Gilde. Eine etwas geschlossene Gruppe von Freunden. Leute, hier seht ihr meine PSN-ID. Rayon LP Online. Schreibt sie euch ab und addet mich auf der Playstation. Dann könnt ihr hier mitzocken. Wir können zusammenspielen, offscreen und onscreen. Ich nehme mit jedem hier eine Folge auf, wenn er das will. Und ich spiele auch mit ihm offscreen, wenn er das will. Ich habe mega Bock drauf, mehr mit Leuten zu spielen, die hier in der Gilde sind. Auch Raid-technisch spielbar und so weiter. Da hätte ich mega Bock drauf. Und deswegen addet mich. Obwohl die PSN-ID steht auch unten in der Beschreibung, aber hier steht sie auch nochmal. Da, das soll exakt sein. Jetzt machen wir hier weiter. Abnutan, jetzt stehst du wirklich in Fleisch und Blut vor uns. Wir stecken mal die Schwerter weg, um ein bisschen friedlicher auszusehen. Mein lieber Abnutan, wie geht's denn? Sagst du ein Dankeschön. Ja, ab nur. Ich habe schon X gedrückt. Können Sie bitte... Nicht gehen, ich bin nicht langweilig. Du hast wunderschöne blaue Augen, Schnucki. Ja, komm, red jetzt. Meine Güter, meine Titel, selbst mein Leben, all das habe ich verwirkt. Und alles nur zum Erhalt des Kaiserreichs. Ich schwöre bei allen Göttern, dass man die Marco teuer dafür bezahlen wird. Geht es euch denn gut? Ich meine, Zorn ist eigentlich ein guter Katalysator für manche Dinge, aber geht es euch gut? Hallo? Natürlich. Ich bin Abnutan
Es braucht schon etwas mehr als ein paar hirnlose Kultisten, um diese alten Knochen durchzuschütteln. Nun gut, wo waren wir? Ihr wolltet uns gerade erzählen, wo Sahan ist. Ja. Um ehrlich zu sein, kenne ich den genauen Ort nicht. Aber ich weiß, dass der Manimakus Gefangener ist und dass der König der Würmer versucht, ihm das Versteck des Amuletts zu entlocken. Das wussten wir schon. Heißt das, ihr wisst nicht, wo er ist? Ruhig, ruhig. Lasst mich das klarstellen, bevor ihr die Fassung verliert. Ja, ich weiß nicht genau, wo er ist, aber ich kann es herausfinden. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Ihr habt uns ausgetrickst! Hintergangen! Was? Ihr Schwein! Da, was? Seid ihr verrückt? Weg von mir, bestialische Trollfrau! Lyris, haltet euch zurück. Er hat uns von Anfang an nur angelogen. Es ist mir egal, was er sagt. Er wird immer Manimakos Speichellecker sein. Bitte. Manimako will mich tot sehen. Habe ich vorgegeben, vor ihm zu kapitulieren? Ja, das habe ich. Wisst ihr überhaupt, wie viele Leben ich dadurch gerettet habe? Das Einzige, was ihr gerettet habt, war euer Besitz und euren eigenen Hintern, wichtig, Thor. Genug. Abnur hatte keine Wahl, Lyris. Und wir sind an unserer eigenen Täuschung schuld, nicht wahr? Es ist Zeit für die Entseelte, die Wahrheit zu erfahren. Was ist das? Die Entseelte weiß es nicht? Oh, das ist köstlich. Nicht, Herr. Entseelte, bis jetzt kennt ihr mich nur als Prophet. Aber das ist nicht mein wahrer Name. Ich bin Varen Aquilarius. Unser gefallener Kaiser in den zerrissenen Kleidern eines Mottenpriesters, blind wie ein neugeborenes Kätzchen. Es tut mir leid, dass ich euch getäuscht habe, Entseelte. Varen Aquilarius, der totgeglaubte Kaiser. Hi. Ihr seid wütend, wie nicht anders zu erwarten war. Ihr seid der Kaiser? Das war ich einst, aber ich bin es nicht mehr. Mein Name ist Varen Aquilarius. Warum habt ihr mir das nicht gesagt? Warum diese Täuschung? In Wahrheit fürchtete ich, ihr würdet mich an Ort und Stelle töten, wenn ihr erfahren hättet, wer ich bin. Ihr hättet euch gewiss nicht so bereitwillig mit uns verbündet. Ich bin dafür verantwortlich, für all dies. Falls Molag Baal diese Welt vernichtet, so ist dies einzig und allein meine Schuld. Aber wie kann ich euch jetzt noch vertrauen? Oder Lyris? Ihr habt uns angelogen. Ihr dürft Lyris keine Schuld geben. Sie tat nur, was ich ihr sagte. Sie schwor mich zu beschützen, doch sie ist doch eure Verbündete. Das verspreche ich euch hoch und heilig, Entseelte. Sobald all dies vorüber ist, könnt ihr mein Leben beenden, falls ihr dann immer noch so hart über mich urteilt. Ich werde mich nicht dagegen wehren. Harte, aber ehrliche Worte. Also, was nun? Wir müssen Sahan finden. Alles hängt davon ab. Gibt es noch etwas, das ihr im Augenblick braucht? Ich muss mich mit Abnur darüber unterhalten, was er weiß. Sein Überlaufen ist zwar eine Überraschung, aber es kann uns nur von Nutzen sein. Manimako hat sich dieses Handlangers nicht schnell genug entledigt. Und jetzt können wir ihn zu unserem Vorteil einsetzen. Oh ja, das können wir. Okay, dann gehen wir mal wieder zur magischen Mauer, würde ich sagen. Patz! Nice, das Schloss des Wurms ist unser. Stufenaufstieg! Nice! Sehr geil! Okay. Lyris, Texturen, danke. Ab nur, Texturen. Dankeschön. Alter, die gehen wirklich schneller. Einfach die Gasmutter halten. Sehr geil. So, dann wollen wir mal. Die kriegen wir noch keine Quest, ne? Wir müssen zuerst zur magischen Mauer gehen, ne? Ja, okay, wir müssen die magische Mauer doch erst noch übertreten. Das würden wir nicht im Lego anziehen. Habe ich einen dicken Hintern in dem Outfit? Fällt mir gerade so auf. Egal. Dicke Hintern sind geil. Rayon, halt die Klappe! Okay, Rayon, ich mach schon. Keine Sorge. Danke, Rayon. Warum laber ich eigentlich mit mir selbst? Das kommt davon, wenn man eine Aufnahmesession zu lange hinzieht. Dann beginnt man mit sich selbst zu reden, weil man einsam in seinem eigenen Wirrwarr aus Gedanken ist. Wenn man in diesem Gedankenstrudel zu tief eintaucht. Wird gerade leicht philosophisch, aber ist auch ganz schön. Ich finde die Spieler schön, die um diese Uhrzeit noch online sind. Es ist zwar jetzt schon fast... Warte, lass mir nicht lügen. Fast 1 Uhr. Bald ist 1 Uhr. Es ist 0 Uhr 45. Und die Welt hier ist immer noch beliebt mit Spielern. Und das ist ein europäischer Server. Also nicht hier irgendwie, ja, die sind aus Hawaii, die haben gerade Tag. Nein, das sind europäische Spieler. Das ist ein europäischer Server, worauf wir uns gerade befinden. So, Herr Prophet, kommen Sie bitte. Hier, Fahrtrechte wird erspeichert.
Geh zur Magiergilde in Vulkilwacht. Schnell, schnell! Was war das denn? Und wo war das? Das war eine Unheilsbrut, die da gesprochen hat. Das war der Sound einer Unheilsbrut. Einer beschworenen kleinen Kreatur. Aber ich habe die kleine Kreatur gerade gesehen. Vielleicht habt ihr sie gesehen. Ich habe sie gerade nicht gesehen. Schade, hätte er die nicht leuchten gemacht? Wir sollen zur Magiergilde in Vulkilwacht gehen. Okay. Nein. Sprech mit. Nein. Botschaften der Wodka. Nein. Was ist das denn? Reis zur Goldküste? Nein. Hier. Geht zur Magiergilde von Vulkilwacht. Die Quest wollen wir noch. Wir haben ein paar andere Quests auch gerade am Laufen, die wir teilweise in Livestreams behandeln und teilweise, wenn ich endlich mal zu Livestreams kommen würde, Rayon. Wahrscheinlich werde ich in 300 Folgen noch keinen einzigen Livestream gemacht haben, weil die Story einfach so geil ist. Warum soll ich vor dich irgendwas streamen? Kack Nebenquests, da scheißen wir doch drauf. Die Hauptquests, die sind die geilen Perlen an dem Spiel. Und die Raids und die Dungeon und die ganzen Community-Sachen. Und allgemein alles an dem Spiel. Ist geil, ja. Kauf dir das kurz online. Überall. PC, PlayStation, Xbox, alles. Komm. Alle Versionen müsst ihr haben. Jede Version. Müsst mindestens 8 Veteranen-Charaktere hochskillen. Weil man die auch super übertragen kann zwischen den einen von Plattformen. Schön. Ja, immer die Outfits angucken. Texturen, hallo, Texturen. Ist die Rüstung so texturlos? Dann kannst du ja nichts für, tut mir leid. Ich werde nicht zulassen, dass diese Emporkömmlinge dort oben mehr verkaufen. Texturen! Texturen! Ja, danke. Auf welche Karte guckst du da? Die ist leer, verdammte Scheiße. Ist das eine... Das ist Tamriel! Dieser Fluss hier, den geht's wirklich. Und das in der Mitte ist die Kaiserstadt. Das ist Tamriel. Nicht ganz irre. Mal rauszoomen. Ja, das ist Tamriel. Dieser Fluss hier. Wo auf deiner Karte ist der ein bisschen dicker. Auf deiner Karte ist der deutlich dicker. Warum ist dieser fucking Fluss auf deiner Karte so fucking fett? Hier ist der nicht so dick. Seh mal, hier ist der. Na, wo ist der Fluss? Warte, ich muss weiter rauszoomen. Okay, hier sieht man es nicht so gut. Ein bisschen weiter ran. Wie weit kann ich mich ran? Okay, hier seht ihr das, dieses Kaiserreich. Dann geht hier der Fluss runter. Wo hier ist eigentlich dann. Wo, ich kann das Gebiet hier nicht sehen, das ist das Problem. Okay, hier ist doch ein ziemlich großer See, ne? Vielleicht ist das der See oder die Verbreiterung des Flusses. Und hier geht der Fluss dann runter. Aber das sieht man hier schlecht, weil der Fluss hier in der großen Ansicht nicht eingezeichnet ist. Mann, oh ja, ich halte mich schon wieder mit solchen Nichtigkeiten auf. Mann, das sind keine Details, auf die ich gerne achte. Mann, das ist doch schön, dass die Entwickler sowas eingebaut haben. Da sieht man einfach, wie viel Liebe in dieses Spiel geflossen ist. Und dass das nicht nur reine Profitgier ist mit dem ganzen Kronenshop, wo ja viele drüber haten. Leute, der Kronenshop ist geil. Wenn ihr kein Geld da drin ausgeben wollt, tut es nicht, ihr braucht es nicht. Es gibt geile kosmetische Items. Es gibt Schminke. Auch ja, und ganz viel anderes krasses Zeug. Aber man braucht es. Eine faszinierende Anwendung der Technik. Nein, hab keinen Bock auf euch, danke. Ach, sie haben sich neu eingekleidet, Mr. Tarn. Nein. Ah, ausgezeichnet. Ihr habt meine Nachricht erhalten. Offensichtlich ist diese kleine Kreatur nicht völlig nutzlos. Unheilsbruten können so kindisch sein. Hab ich doch gesagt, Unheilsbruten. Ich hoffe, ihr habt nichts Dringendes vor. Wir könnten hier eine Weile hängen bleiben. Tarn, wieso seid ihr so gekleidet? Es ist ein bisschen aus wie eine alte Frau. Tut mir leid. Ich kann ja wohl kaum mit meinen Reichsinsignien durch die Stadt stolzieren, oder? Ja, doch. Eure Bedenken bezüglich meines Sinns für Mode sind rührend, aber irrelevant. Ich habe euch aus einem Grund rufen lassen. Wenn wir unser weiteres Vorgehen festlegen wollen, benötigen wir mehr Informationen. Wovon sprecht ihr genau? Jetzt mal bitte Klartext hier. Mittlerweile sollte euch bewusst sein, dass euer prophetischer Kaiser diese katastrophalen Ereignisse herbeiführte. Alles, was passiert ist, ist sein Fehler. Manimaku hat ihn getäuscht. Es war nicht sein Fehler. Aber er sagt, nicht allein sein Versagen. Ihr habt alle ein bisschen Schuld. Eure ganze Gruppe da. Zugegeben, Manimaku kann sehr überzeugend und charismatisch sein, wenn er will. Mhm. Wir glaubten ihm, als er sagte, er könnte mit dem Amulett der Könige Varens Blutlinie ändern. Du sagst es, ihr habt das geglaubt, nicht nur der liebe Varen. Aber warum gibt ihr dann Varen die Schuld? Warum ihm allein? Ihr habt Varen in Kalthafen das Leben gerettet. Im Gegenzug hat er euch angelogen, was seine wahre Identität und seine Rolle beim Seelenbruch anbelangt. Er hat euch von Anfang an manipuliert. Vielleicht wäre die bessere Frage, warum ihr Varen keine Schuld gebt. Ach komm, lassen wir die Sache. Sagt mir einfach, warum ihr mich hier bestellt habt. Varen möchte eine neue Gruppe von Gefährten vereinen, ganz wie die einstigen fünf.
Er behauptet, er erfülle damit die Prophezeiung aus diesen erbärmlichen Schriftrollen, die er sein eigen nennt. Abergläubischer Nonsens, aber in einem Punkt hat er recht. Wir müssen Sai Sahan finden. Warum ist Sai Sahan so wichtig? Im Chaos, das auf den Seelenbruch folgte, stahl Sahan das Amulett der Könige und floh aus der Kaiserstadt. Wir werden dieses Relikt brauchen und nur er weiß, wo er sich befindet. Ja, und wo ist Sai Sahan jetzt? Habt ihr das schon rausgefunden? Er wurde von Manimakos Schergen gefangen genommen und an einen unbekannten Ort gebracht. Wir müssen herausfinden, wo er festgehalten wird. Ja, wobei genau soll ich euch jetzt helfen? Manimako verwahrt seine geheimsten Dokumente in einem verborgenen Lager dädrischer Kultisten tief in Gradwald, in den Ruinen der Wurmwurztiefen. Wir müssen dorthin reisen und nach Hinweisen suchen. Na gut, dann würde ich sagen, unser nächstes Reiseziel sind die Wurmwurztiefen. Ich würde sofort losziehen und euch dort treffen. Nein, wir gehen nicht zusammen und zieht ihr uns am Schlitz an. Wurmwurztiefen, Gradwald. Ich treffe euch drinnen. Denkt dran, neues Outfit, neuer Style, dass das alte Oma so gerade anhast. Danke. Haben wir noch ein paar Fragen? Eigentlich ja nicht, oder? Rein theoretisch, was wären da für Fragen? Wenn ich Titanenkinds gehaltloses Geprahle ertragen kann, dann überlebe ich sicher auch eure ganz gewiss lehrreichen Ausführungen. Nee, müssen wir nicht unbedingt. Das haben wir eigentlich alle schon gehört, was wir hier fragen könnten. Zwar von jemand anderem, aber er wird uns jetzt nichts inhalttechnisch anderes erzählen. Deswegen müssen wir dieses Gespräch hier nicht ausschlachten. Und außerdem sind wir gerade am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich denke, wir sind durch. Ja, heute mal nicht ganz so extrem ausgefadelt, die Folge, ne? Egal. Leute, ich würde sagen, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da und auf jeden Fall auch ein nettes Kommentar dabei. Es würde mich natürlich wie immer mega freuen, wenn es dann auf YouTube passiert und nicht auf Twitter. Dankeschön. Diese Insider wird immer bleiben. Ryan sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Thank you.